Warum ich das jetzt nochmal wissen wollte, gucken wollte, ist, weil ich jetzt überlegt habe, man könnte ja auch schon mal so ein bisschen an dem Weg hierhin planen. Das heißt, das ist noch, ich komme dahin, wenn ich noch vor dem Fluss lang gehe, also den Fluss nicht überquere. Und hier bin ich ja jetzt in der Ecke, wo ich hier schon die ganzen Bäume gehackt und wieder neu gepflanzt habe. Genau. Okay, sehr schön. Dann könnten wir nämlich jetzt, während hier alles irgendwie noch am Denken und am Basteln und am Kram machen tun ist und ich nichts zu tun habe, mal anfangen, so ein bisschen hier schon mal den Weg hier hinter zu erweitern. Dann müssen wir hier irgendwo mal eine Wegkreuzung bauen. Die könnten wir hier ansetzen. Ich das Ding aber eigentlich auch erst nochmal reparieren. Jetzt machen wir erstmal schon mal den Ansatz. Damit wir da wissen, wo wir sind. Oh, jetzt habe ich hier natürlich ein Bäumchen gepflanzt. So, wir haben das hier gemacht. Also nochmal 1, 2, 1, 2. Eigentlich immer nur zwei zueinander versetzt. Na gut, das ist ja. Ah, alles schon. Gut. So würde das dann laufen. Eigentlich müsste jetzt dieses. Und jetzt geht der Mond schon wieder auf. Das ist schon wieder ein Tag rum. War das nicht eben erst, dass ich gedacht habe, oh, jetzt geht der Mond unter, dann wird es ja gleich hell. Jetzt habe ich hier so viele Bäume gepflanzt, dass ich hier nirgendwo mit durchkomme. Das geht mir so sehr auf den Hunger, muss ich sagen. Aber gut, jetzt weiß ich ja, wo ich lang muss. Das wollte ich sowieso auch erst nochmal schauen. Jetzt kann ich mir auch eventuell einen Wagen mitbringen. Vielleicht ein paar Rampen, falls notwendig. Ja, machen wir ein paar mit, ne? So, doch, so ein bisschen nach oben werden wir bauen müssen. Hinten fangen wir dann an, die ganze Ecke auch so ein bisschen einzuebnen. Annegrets Bauerkarren, genau. So, das Gerät ist aus Holz. Ach, Scheiße. Ich hab kein Holz. Ich hab mir schon wieder alles verbraten. Da selbst, das ist mittlerweile zu wenig. Die Bäume hier sind mir eigentlich alle noch zu jung, um so umzuhacken. Das wäre halt an sich eigentlich ziemlich schade, weil die können noch wachsen und dann käme da viel mehr raus. Bei denen hat sich noch nichts getan hier unten, ne? Die wollen noch nicht. Gut. Wollen nicht. Die müssen ja auch nicht, ne? Will ja jetzt hier niemanden zu seinem Glück zwingen. So, ob ich um den da oben dran komme.
ist, glaube ich, auch zu hoch. Jetzt springe ich da drüben rein. Gibt. Doch geht. Doch, was bin ich ein Kroxler, hab ich die fetten Bergsteiger-Skills. Perfekt. Konnte ja nicht besser fallen. So. Sechs bekommen, womit ich neu pflanzen könnte. Jetzt könnte ich. Jetzt will ich aber nicht mehr. Jetzt will ich in Ruhe lassen. Guck, was haben wir denn hier? So, das ist hier. Erdlager. Eigentlich. Kann ich nicht. Ich hab nur das eine Erdlager. Ja, ich habe hier ja mal einen Weg hingebaut vom Türmchen aus. Richtig. Ich gemacht hab ich. Ich bin ja ein Guter, nicht wahr? So geht's nicht. So. So, perfekt. Das ist Birke. Ja, mittlerweile viel zu viel von denen. Achso, der hat die Rampen da drin, genau. Oh ja, Absicht. So. Können wir den reparieren? Können wir den reparieren? Den können wir auch mal reparieren. Gerade dabei sind. Zack. Die können wir da reinschmeißen. Die haben wir sowieso noch hier gebraucht. Wunderbar. Okay. Dann nehmen wir hier das andere Gerät und fahren wieder los. So. Ist ja am Bauholz noch dran. Und der Mörtel-Auftrag ist abgeschlossen. Dass ich keine Meldung mehr kriege, nehme ich an, ist er fertig. Schade, es fehlt immer noch ein winziges Stückchen. Ja, aber jetzt habe ich halt auch schon wieder alles verbraten an Holz. Na, will ich jetzt gerade mal nicht drüber nachdenken. So. Vielleicht müssen wir nachdenken, wie wir hier, wo wir hier durchkommen. Jetzt auch erstmal hier einen Weg freihacken. Hier ist ja gerade mal nicht so viel Baum. Zumindest da rüben. Rüben, drüben lang.
Da die Rüben. Sehet die Rüben. Och, jetzt geht auch noch auf die Rüben los. So geht. Machen wir uns hier mal so schräg lang. Dann werden wir hier mal wieder gerade. So, können wir hier angehen. Und jetzt brauchen wir unser Auto, denn jetzt müssen wir auch wieder schaufeln. Und ihm Platz machen. So. Der Mond geht schon wieder unter, das geht auch schnell. So, hier mal ein bisschen die Bergkante abschnibbeln. So. Jetzt ist gerade der Mond unter und ich sehe so ziemlich überhaupt nichts mehr. Ist großartig. Da, hier und hier. Hier und hier. Hier und hier. Hier und. Hier. So. Ja, ich würde diese Straße jetzt erstmal eigentlich wirklich hier straight Richtung Flüsschen fortsetzen. Und dann glaube ich, gehen wir am Fluss entlang nach oben. Dieses Ding hält halt nichts aus. Weiß auch nicht, ob das irgendwie mit dem Skill zusammenhängt. Da passiert halt auch nichts beim Benutzen dieses Dingens. Nachbarn nerven schon wieder.